Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Tops-Bundesliga-Orakel am heutigen Samstag 15:30 Anstoß natürlich. Welche Partie? Bremen, Bayern. Ich hoffe, Bayern tut sich genauso schwierig wie in der letzten Woche und vielleicht kann ja Bremen einen Punkt mitnehmen. Aber ja, ich kann nicht sagen, dass Bremen gegen Bayern 1:1 oder 0:0 spielt. Ich sag mal, Bayern gewinnt 0:2. Was sagt ihr? Eure Tipps wie immer unten in die Kommentare schreiben. Ich fange an mit dem ersten Tütchen. Schauen wir mal. Als erstes bekommen wir Autogrammsticker von Nico Bungert. Brauchen wir heute nicht. Genauso wenig wie Emir Spalc. Balakov brauchen wir ebenfalls nicht. Roger. Und limitierte Auflage Marcel Halstenberg. Mega nice, Leute, schreibt mal vor euren Tipp oder hinter euren Tipp Hashtag Limi für diese geile Limi hier von Halstenberg RB. Nice, habe ich noch nicht, freut mich, lasse ich mal hier oben liegen. Aber heute soll es ja darum gehen, wer gewinnt, Bremen oder Bayern. Aktuell steht es noch 0:0, Tam, Wendt, Pierre-Michel Azoga, die Legende, und Dennis Aogo. Nach 45 Minuten steht es 0:0. So kann ich es mir auch in echt vorstellen. Muss ich ehrlich zugeben. Und da haben wir das Mannschaftsfoto vom FC Bayern München. Das zählt nicht doppelt, sondern einfach nur ein Tor. Und somit schlägt der Kapitän zu oder Lewandowski schlägt zu. Weil bei den Bayern, ja, Lewandowski, habt ihr das letzte Tor gesehen von ihm? Einfach Weltklasse, wie er das Ding da reinhaut. Ob er es so gewollt hat, ja, kann man sich die Frage stellen, aber ja, es ist einfach ein starkes Tor gewesen. Starke Annahme und dann schön ins lange Eck damit. Johnson, also die Bayern, gehen in Führung. Leipertz, Donati und Alaba erhöht zum 2:0. Vielleicht ein Freistoßtor oder so. Und ich habe getippt, Leute. Ich habe 2:0 getippt. Wir machen mal weiter. Mit dem letzten Tütchen. Hier kann ja noch ein glänzender Sticker von Bremen kommen. Aranguiz, Union Berlin, Mascarell und Pierre-Emerick Aubameyang. Und es bleibt beim 0:2 für den Rekordmeister aus München. Bayern nimmt die 3 Punkte mit. Wer hätte das gedacht? Ich denke mal fast alle, außer die Bremen-Fans. Die Bremen-Fans waren optimistisch, aber ich glaube auch nicht, dass da Bremen Punkte mitnehmen kann. Wäre geil, muss ich ehrlich zugeben. Heute Abend geht es dann weiter mit weiteren Orakels Leverkusen-Gladbach und dann morgen noch eine Bundesliga-Partie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Tippt fleißig mit unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.